Hey Leute, was geht? Hier ist Julius und damit herzlich willkommen zur nächsten Road to Glory Episode. Heute mal mit Facecam im Neo-Trikot am Start. Und wir starten heute in unser Online-Food-Draft. Wir haben ja in der ersten Folge in unseren Starter-Packs einen Draft-Token bekommen. Das hat mich damals unfassbar gefreut. Dadurch können wir jetzt hier ein kostenloses Food-Draft spielen und generell anhand meiner Road to Glory, anhand meiner Draft to Glory, kann man ja sehen, dass man mit einem Draft-Sieg schon gut was an Coins machen kann. Gestern ging die erste Folge online, der Draft to Glory, falls ihr das verpasst habt, checkt das unbedingt ab, ist natürlich auf meinem Kanal online gegangen, würde mich auf jeden Fall freuen. Und dieses Draft habe ich vor der Draft to Glory aufgenommen, also das war wirklich mein allererstes Footdraft in FIFA 21. Ansonsten vielen Dank fürs Feedback der letzten Folgen. Wenn euch auch diese Folge wieder gefällt, würde mich freuen, wenn wir wieder Richtung 10.000 Likes packen würden. Also lasst einen Like da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Knapp 50% meiner Zuschauer haben meinen Kanal noch nicht abonniert. Also falls ihr zu den Schlingeln gehört, dann macht es unbedingt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Vielleicht knacken wir ja dieses Jahr noch die 250.000 Abonnenten. Würde mich auf jeden Fall absolut freuen. Und folgt mir gerne auf Instagram und Twitter @juliusfgu. Ihr wisst, wie es läuft. Ansonsten konntet ihr in den letzten 5 Folgen ja FIFA 21, Empochi und Smilodogs Gutscheine gewinnen. Das läuft noch 1-2 Tage. Also falls ihr da noch mitmachen wollt, geht nochmal zu den ersten 5 RTG-Folgen und kommentiert dort fleißig. Und ansonsten checkt Empochi und Smilodogs ab. Links sind unten in der Videobeschreibung. Und ihr seht hier schon mein Footdraft, wie das Ganze aussieht. Ja, gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Wir hatten leider keine wirklich guten Formationen. Also ich hatte keine Viererkette, außer der 4-5-1. Aber von der war ich in den letzten Jahren wirklich gar kein Fan. Und deshalb habe ich mich dann für die Dreierkette mit der Premier League entschieden. Da hatten wir unter anderem auch noch einen Ousmane Dembélé am Start. Auf den hatte ich auch richtig Bock. Ich muss sagen, ich muss mir so langsam mal überlegen, in welche Richtung mein erstes Weekend League Team geht. Denn das könnte relativ geil werden. Aber zu dem jetzigen Zeitpunkt, zu dem ich dieses Video kommentiere, habe ich noch einige Sachen auf der Transferliste, von denen die Price Range noch erhöht werden muss. Ich hoffe, dass es jetzt, wenn das Video rauskommt, endlich mal passiert, denn das blockiert mich seit 2-3 Tagen so ein bisschen in der RTG weiterzumachen, denn ich habe einfach alle meine Coins in solche Price Range Spieler gesteckt. Da gibt es bestimmt ein paar Schlingel unter euch, die das auch getan haben. Hier bekommen wir Neymar und Messi zur Auswahl und da habe ich mich für Neymar entschieden. Ich habe auch von vielen E-Sportlern, beziehungsweise auch vom guten alten Dullen Mike aus meinem E-Sports-Team Neo gehört, dass der echt nicht so gut sein soll dieses Jahr. Der hat dazu auch noch nur 85 Tempo und dieses Jahr in FIFA 21 ist es ohnehin sehr, sehr wichtig, dass ihr Spieler mit viel Tempo habt. Ich meine, in den letzten Jahren war es auch schon immer wichtig, Spieler zu haben, die gut was am Tempo haben, aber ich habe das Gefühl, dieses Jahr ist es so wichtig wie nie. Von dem her kann auch so ein Adama Traoré extrem OP sein. Und das war unser Draft am Ende des Tages. Also der Angriff sieht natürlich absolut geil aus mit Saint-Maximin, Mané, Vardy, Salah und Shaqiri. Auf jeden Fall eine saftige Offensive dazu. Einen Allen oder Allen, wie auch immer man den ausspricht. Der rechte ZM war halt wirklich komplett lost. Ansonsten, ja, Neymar, Bale auf der Ersatzbank und ich habe versucht, da so ein bisschen was noch zu retten, aber es war irgendwie nicht so richtig möglich, glaube ich. Wir hatten hier zum Beispiel auch noch einen Max Kruse am Start, einen Grammaric, einen Gareth Bale von Real Madrid, das ist ja auch irgendwie so ein Fail. Den gab es auch letztes Jahr schon, dass viele Spieler, die erst am Anfang der Saison gewechselt sind, noch in den alten Versionen bei den alten Vereinen am Start waren. Und ich habe dann hier noch so ein bisschen rumprobiert, ob ich die Chemie noch ein bisschen hoch bekomme. Aber es war nicht wirklich möglich. Also für mein erstes Draft sieht das jetzt nicht so schlecht aus. Aber gerade die zwei rechten Innenverteidiger, also der mittlere Innenverteidiger und der rechte Innenverteidiger, die waren halt wirklich absolut nicht geil. Und dann kommen wir zur Manager-Auswahl. Da war auch der ein oder andere Manager am Start. Man kennt's. Ich weiß gar nicht, haben wir die klassische Silberauswahl in dem Draft bekommen? Wir haben tatsächlich mal nicht die klassische Silberauswahl im Draft bekommen. Und ich glaube, in der ersten Draft to Glory hatten wir das auch nicht. Wurde das rausgenommen? Wäre auf jeden Fall sehr, sehr schade, Kappa. Und das war dann unser erstes Draft. 176er Footdraft, also komplett Rotze. Und dann gehen wir ins Spiel und kommen gegen viel FIFA. Gegen viel FIFA Stefan.
Ich habe das Ganze am Donnerstagmittag aufgenommen. Da hatte ja noch so gut wie keiner FIFA 21. Ich habe es ja ein bisschen früher von EA bekommen. Und ja, ich komme gegen viel FIFA Stefan. Und was macht er? Er schießt den Ball bei 0:0 ins Seiten aus und quittet die Partie. Ich habe ihm dann sofort auf WhatsApp geschrieben, was ist los mit dir, du Hänger? Aber er hat einfach nicht gecheckt, dass ich's bin. Ich meine, ich heiße auf dem Account Nomen Est Om. So heißt ja mein E-Sport-Team. Und mein Gamertag ist Julius Neo, weil auf der Xbox heiße ich Julius FGU, beziehungsweise FGU Julius. Und hier auf meinem eigenen Account auf der PS4 Julius Neo. Von dem her, ja, er hat es wahrscheinlich nicht gecheckt, dass ich's war. Hat er mir dann auch auf WhatsApp geschrieben. Er hat es absolut nicht verstanden, dass ich das war. Deswegen ist er rausgequittet. Schade, dass er kein Eigentor geschossen hat. So mussten wir die erste Runde selber nochmal spielen. Aber wir konnten relativ schnell mit 2 Toren in Führung gehen. In der 34. Minute allerdings unser Gegner dann mit Cristiano Ronaldo. Ronaldo, den habe ich ja auf FGU auch gezogen. Und der soll dieses Jahr auch wieder unfassbar gut sein. Letztes Jahr war der ja nicht ganz so stark, wobei ich den auch immer sehr, sehr gerne gespielt habe. Aber dieses Jahr soll er wieder einer der besten, wenn nicht der beste Goldspieler sein. Messi soll wirklich so schlecht sein dieses Jahr. Das kann ich selbst noch gar nicht glauben. Ich werde ihn definitiv natürlich auch noch früher oder später mal testen. Vielleicht im einen oder anderen Footdraft. Dafür sind die Drafts ja immer ganz gut, dass man da ein paar Spieler testen kann. Aber natürlich spiele ich auch meinen guten alten Cristiano Ronaldo dieses Jahr wieder sehr, sehr gerne. Ihr wisst, Cristiano Ronaldo ist mein absoluter Lieblingsspieler. Einfach bester Mann. Und in der zweiten Runde, ja, kommen wir gegen ein relativ starkes Draft, muss man sagen. Gegner geht mit 2 Toren direkt in Führung. Da dachte ich auch, cool, das war es mal wieder komplett. Aber in der 21. Minute dann Sadio Mané umdribbelt den Keeper, lässt den Verteidiger ein bisschen stehen und schenkt ein zum 2:1. Doch, ja, der gute alte Kickoff ist auch in FIFA 21 so zurück wie noch nie, habe ich das Gefühl. Gegner führt also wieder mit 2 Toren. Aber in der 50. Minute holen wir uns den Anschlusstreffer. In der 56. Minute dann der Ball auf Neymar. Und ich muss sagen, Neymar gefällt mir so gut. Also den will ich früher oder später halt auch echt wieder haben. Es ist halt so, dass man irgendwie fast jedes Jahr mit ähnlichen Teams spielt. Also Mbappé, Neymar, Ronaldo und so weiter. Aber das sind halt auch einfach die besten Spieler. Und in der 91. Minute, eigentlich schon die Partie verloren, macht Neymar das 4:4. Aber 97. Minute, Son schenkt mir das 5:4 ein und hier wenig später noch das 6:4, da hat er sich ein bisschen lucky durchgesetzt, muss man sagen. Und damit, ja, fliegen wir in der zweiten Runde meines ersten Drafts raus. Also den Draft-Token habe ich komplett in den Sand gesetzt. In der Draft to Glory lief es ja ganz anders. Falls ihr die Folge verpasst habt, wie gesagt, checkt die sehr, sehr gerne ab. Also das war wirklich ein Schuss in den Ofen und da haben wir wirklich auch keine geilen Packs für bekommen. Aber warum auch? In der zweiten Runde ist klar, dass man dann keine geilen Packs bekommt. Da haben wir dann irgendwie so ein Silber-Pack bekommen, ein 5K-Pack und ein 7,5K-Pack, wenn ich mich nicht irre. Und da war dementsprechend halt auch eigentlich fast gar nichts drin. Ich habe natürlich trotzdem alles verkauft und auch meine 2, 3, 4, 5.000 Münzen gemacht. Aber wenn man Draft-Token bekommt, will man natürlich deutlich bessere Sachen haben. Und dann soll es von dem Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns morgen zum nächsten Video definitiv wieder. Macht es dann gut, haut rein und ciao.